Moin Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Animal Crossing. Wir tun heute Teppichmuscheln sammeln, um auf eine Insel zu kommen. Ja, um Meilentickets zu bekommen, tun wir halt arbeiten. Und wie läuft's so mit der Spedition? Ja, eigentlich ganz gut. Außer, dass wir immer noch dringend Personal suchen. Wir fahren nämlich gleich zusammen auf so eine Insel. Und da werden 150 bis 200 Items liegen. Die können wir alle mitnehmen nach Hause. Spaß. Die sammeln wir auf und legen die dann wieder hin. Ja. Und dafür bezahlen wir Geld. Warum antwortet der nicht? Weiß ich nicht. Drum aufs Fragezeichen. Stimmt, wir müssen auch noch für neuen Bewohner von dir suchen. Weil es zieht doch jemand Neues beim lieben Luca ein, aber keiner weiß wer. Keiner. Ja. Nicht mal ich. Lol, der schreibt immer noch nicht zurück. Der ist auch mit dem Handy online, der Fisch. Es spricht sich in letzter Zeit rum, dass du einen neuen Discord-Server hast. Ja, also ich habe für den YouTube-Kanal ja auch einen Discord-Server, wo ihr alle drauf kommen könnt und so. Dann kann man da auch Fragen stellen und so. Da werde ich auch so einen YouTube-Bot reinfügen, dass da die Videos, wenn neue Videos auf meinen Kanal kommen, dass sie da angezeigt werden mit dem YouTube-Bot. Aber wie das funktioniert, muss ich mich nochmal drüber informieren. Ich weiß, dass es sowas gibt. Aber wie, weiß ich nicht. Aber ich werde mich noch informieren. Aber ihr könnt schon mal drauf kommen, weil da sind andere Bots schon und so. Ticket-Bot und sowas, ja. Über die Webseite, wir suchen immer noch dringend Personal. Ja, für meinen YouTube-Kanal habe ich auch schon überlegt, eine Webseite vielleicht noch zu veröffentlichen.
Aber wie das Ganze abläuft, muss ich mal gucken. Lol, der schreibt immer noch nicht zurück. Ja, mach du doch was. Keine Ahnung. Guck mal, wir warten schon 10 Minuten mal wieder. Ja, tu doch was. Irgendwas schreiben oder so. Ruf ihn an. Anrufe. Das geht doch. Oder nicht? Nee, hat's nicht eigentlich. Doch klar, guck mal, da oben ist auch ein Anrufungszeichen. Ja. Anrufen. Oder? Ich weiß nicht, vielleicht mag er uns dann nicht mehr. Ich weiß nicht, was gut ist. Nein. Genau, Lukas, schreib ihn mal auf der Seite an. Und dann schreib, guck mal, Privatchat. Weil mehr als schreiben können wir ja nicht. Vor allem, da steht sogar, dass der online ist. Was ist das? Der ruft an. Oh, meine Mutter. So, Luca, dann druck mal die Meilentickets, denn wir haben endlich genug. Ja, Aber der meldet sich nicht, das ist unverschämt. Gell? Wir mussten eben auf Pause machen, warum? Ja, weil man uns gesehen hat. Nein. Ja, weil ein Anruf. Weil es einen Anruf gab. Ja. Leider. Ja, ich habe keinen Platz. Ey, dann schmeiß die Muscheln weg. Alle. Hat der irgendwie Probleme oder so? Ja. Ja, keine Ahnung, der schreibt nicht mehr zurück. Der ist richtig unverschämt. Das muss Hi, man doch mal hier sagen. seine Mail. Ich habe meine ganzen Sachen, circa 150 bis 200 Sachen, ein paar Klamotten, viele Möbel, Tapeten, Böden rausgelegt zum Katalogisieren. Interesse für die Privatmail. Guck, Privatmail, sagt er sogar. Er hat geschrieben. Zum Katalysieren gerne, ich sende dir gleich den Code. Wie gesagt, wir sind zu zweit. Ja, Lukas, drück dich schnell. Jetzt geht's los. Oh, man sieht gar nicht den ganzen Bildschirm. Drucken, drucken, drucken.
Okay, gut. Wahrscheinlich hatte der gerade Besuch, oder? Mhm. Wir klauen nichts, okay? Mhm. Also immer schön aufsammeln und wieder hinlegen. Ja. Weil dann kannst du den ganzen Scheiß zu Hause bestellen. So, ich habe jetzt alle. Du musst noch eins. Ich habe auch 10.080 gehabt. Oh. Gleichstand auch gut. Also nicht wundern, wir gehen jetzt. Also ich gehe jetzt auch dahin. Der schreibt aber gar nichts von wegen, ja, aber vergesst den Preis nicht. Der schreibt einfach, okay, solange ihr nichts klaut. Lass erstmal dahin gehen, ohne die meinen Tickets abzulegen. Okay, mal gucken, was der Code sagt. Ja, komm, schnell. Gehen wir hin. So, jetzt habe ich 5 Stück, genau. Und wieder. Okay, jetzt schneiden wir raus. Ja, komm. Ich kann jetzt nicht die ganze Konsole jetzt finden. Oder? Ja. Das ist, weil das von da herkommt irgendwie. Keine Ahnung. Die Helligkeit ist das irgendwie. Ich möchte fliegen. Jetzt schreibt das wenigstens noch. 5 Meilen-Tickets Eintritt, ja, pro Person. So, jetzt legen wir es wirklich hin, okay? Hast du alle in dem? Lass mich nochmal gucken. Mhm. Ja, dann komm. Jemanden zu besuchen. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Jemanden besuchen. Über online natürlich, gell? Mhm. Du bist wirklich, ja. Du möchtest du verlassen. Per Dodo Code. Okay, eigentlich dürfen die den nicht sehen, Sauma. Oder? Doch klar, Luca, die können ihn ja nicht nachher noch eingeben. Die können, weil wir sind ja nicht live. Wenn wir live wären, Hä, Oog ist gar nicht verfügbar. Der meinte bestimmt neu. Ja, klar. So. Ich flieg grad schon hin. Deswegen musst du kurz warten. Ich bin schon unterwegs. Ich sammle einfach alles auf. Und dann lege ich alles wieder hin. Nein, Luca, wir müssen das nochmal. Immer nur ein Möbelstück aufsammeln, weißt du? Mhm. Ich mach das auch. Aber wir sammeln trotzdem alles auf, aber alles einzeln, weißt du? Und dann wieder hinlegen. Oh je, das wird ein Spaß von einer Stunde ungefähr, glaube ich. Wie jetzt die Insel oder aussehen wird, Luca. Weil die ist ja jetzt voller Möbel. Guck mal, Luca. Mhm. Da. Weil ich flieg doch jetzt über die Insel. Lol. Hey, Luca, hast du jetzt abgebrochen? Irgendwie. Alter, guck mal, wie das aussieht. So. Okay. Oh, da sind die ganzen Möbel. Nein, nicht. Was denn? Nicht lokal, online. Sogar. Ah, oh, du bist ein bisschen los. Jawohl. Alter, das ist voll die schöne Insel, aber du wirst ja auch gleich sehen. Wir können jetzt alles schön langsam machen, damit du alles schön... Dings. Hi. Boah. Boah, wie viel. Geil. Warte, lass mich kurz schreiben. So, ich fange dann schon mal an aufzusammeln.
Ich mach's dir jetzt richtig anstrengend. Ich sammle einfach alles auf. Jetzt kommt auch der Luke angeflogen. Ja. Wie gesagt, alles aufsammeln, alles wieder hinlegen. Ja. Also nicht. Ah, oh, Luca, das meine ich nicht. Ich meine, alles aufsammeln. Aber wie gesagt, immer eins oder zwei. Mhm. Und dann wieder hinlegen. Ja, okay, das schneiden wir eh raus. Ja, ich kann dir zeigen, wie das geht. Luca von Portugal, Alter. Guck mal, wie die jetzt aussieht. Also die sollen gucken. Weil du weißt ja schon. Da steh ich. Da steht die. Luca von Portugal ist hier. Soll ich mal aus Spaß schreiben, das ist der nicht, damit die sich fragt, wer das ist? Nein. Nein. Die gönnt ja. Aber irgendwie, ja, schon viel 5-Mile-Tickets. Aber wenn sie Geduld hat. Die wird uns jetzt beobachten, Luca. Du musst jetzt in diese Zone gehen, hier die. Das wird jetzt gleich leer, Sabu. Wie? Da scheint die Batterieleistung lässt nach. Ja, das ist ja noch gut. 15% hat. Leg hin, die meint ihr jetzt. Siehst du, er hat nur reingelassen. Du fängst von der anderen Seite an, okay, damit wir uns nicht in die Quere kommen. Von rechts, Luca. Ja. Geh mal ganz nach rechts, oder? Okay, so. Und dann immer alles schon wieder hinlegen, weißt du? Ja? Du merkst schon, das dauert lang. Siehst du, der kontrolliert. Der steht neben ihr, Samen. Das kann jetzt lange dauern. Lol. Er hat hier einfach einen Stiefel hingepackt. Meinst du, das kann lang dauern? Ja, ich denke schon. Hä? Weißt du, was dem gar nicht auffallen würde, glaube ich? Ja, was anderes an Möbelstücken hier hinlegen. Ja! Habe ich auch schon gedacht, aber ich mach's lieber nicht. Nachher merkt er das noch, dann kriegen wir eine Anzeige. Wegen Animal Crossing Diebstahl. Scheiße! Vielleicht können wir gebannt werden von dem Server. Also ich zumindest. Ja. Wer weiß. Alter! Verstärker. Zum Beispiel jetzt auch bei den Möbeln. Ja, 150 geht ja, oder? Da geht alles hier hingepackt. Alter, woher hat der die ganzen Möbel? Verstehe ich nicht. Hä? Hier war gerade zweimal das gleiche. Ja. Bei dir auch? Mhm. Ich glaube, da wurde der schon so gescannt. Soll ich mal was anderes hinlegen? Was habe ich denn eigentlich noch anderes? Ich habe noch Holzblocktrommel, Holzspiegel und Holz irgendwas. Das könnte man gegen so richtig wertvolle Sachen machen. Weil es halt einfach nicht auffällt. Der hat ja gar nicht bedacht. Der ist noch da. Ja, der ist gerade hier lang gelaufen, hier durchs Feld. Ja, der hat sich hingesetzt. Wo? Wenn du gleich unten, nach unten gehst, dann siehst du es. Oh je, der kontrolliert. Ja, klar. Stell dir vor, du würdest all deine Möbel dahin liegen und jeder kann sich nehmen. Hallo, natürlich kannst du, verlierst du dann auch. Oder wir sammeln jetzt einfach alles auf und fliegen dann schnell weg. Nee, wäre nicht so eine Idee.
Ich will keinen Stress anfangen, lieber. Der sitzt da. Lol. Ja. Sehr spannend. Oh, da vorne ist ja schon vorbei, oha. Ich habe mir das irgendwie viel mehr vorgestellt. Und dafür 5 Meilen-Tickets, ich bin mir immer noch nicht sicher, aber egal. Ja, hätte man ja sich vorstellen können. So. Ja. Irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie auch 150 Sachen. Der hat gesagt, all seine Sachen, die der. Achso, hier unten am Strand liegen noch Sachen. Ach so. Okay. Das war's gar nicht. Naja, hat ja alles abgesperrt in seine andere Insel. Zu den Bäumen kann man gar nicht. Doch, über den Strand. Ja, der kontrolliert das bestimmt immer. Junge, hier ist das war grad schon der dritte Karton. Hat er sich am Anfang so viele gekauft? Ich habe mal kurz seine Bewohner gesehen. Oha, seine Bewohner sind voll cool. Hat er vielleicht irgendeinen? Der hat sogar bei einem das ist derselbe wie deiner. Okay. Luca, meine Switch hat 1%! Renn! Ich weiß nicht, wie dein Ladekabel ist. Ich hab meins nicht dabei. Scheiße. Mein Restordner. Der denkt, ich klau dem was, wenn ich jetzt abbaue. Luca, schnell! Der bringt mich um! Danke. Ich hab nur 1. Und wie viel Prozent das hast du? Noch weiß ich nicht, wo das ist. Weiß nicht. 11. Okay, geht noch. Aber nicht schnell so lange. Denke ich. Ich bin direkt hinter dir. Aber ich glaube, das reicht für die Insel. Hä? Ist noch einer? Lol. Noch ein was? Hier war noch ein Mensch. Lol! Wie cool! Bin fertig. Schau auf Discord. Gut, du stehst mir ein bisschen weh. Naja, ist gut. Als ob noch mehr hier hingekommen sind. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht, und du? Mhm. Oh je, gleich kann man den ganzen Katalog kaufen. Okay. Mhm. Na, ne, vielleicht ist da sogar eine Schaufel dabei, wer weiß. Das würde dann nicht wie ein Blatt aussehen. Ja. Ja, ich mach gerade irgendwie alles durcheinander. Ja, mir ist es eigentlich egal. Ey, die hat geschrieben, nur 1 bis 2 Leute dürfen auf die Insel. Mhm. Einmal ist hier noch einer. Hier sind 3. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass hier noch einer ist. Ich bin gerade durcheinander. Ich weiß nicht mehr, wo ich angefangen habe. Ich glaube, hier war ich. Ja. Ich glaube, hier sind aber auch sehr viele neue Sachen noch dabei. Ups. Server. Oh. Aber dafür braucht man halt Geld. Jetzt will jemand nach Hause. Geht ja gut los. Wir können ja gleich nochmal. Das war die ganze Zeit auf Pause. Also der Nächste hat auf Discord geschrieben und wir sammeln gerade die Dings ein. Die Tapeten. Das war gerade die ganze Zeit auf Pause. Wie ihr ja wisst, habe ich ja auch Ankündigungen für Eurotruck Simulator und so gemacht, wenn die Videos kommen. Aber davor kommen auch noch so welche ohne Ankündigung, aber die Ankündigungsvideos kommen auch noch. Oh, gleich wieder Stau. Da
Der soll nicht nerven im Discord. Der eine. Lol, was macht der an seinem Handy? Hat der da eine Fläche, wo der das sehen kann, ob man es geklaut hat oder was? Keine Ahnung. Vielleicht hat er was aktiviert und wir wissen nicht, was das ist. Vielleicht wird da angezeigt, ob alles noch richtig liegt oder so. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe bis jetzt nichts geklaut. Was gucken. Die heißt Emi. Das steht auf ihrer Karte. Mhm. Guck mal, jetzt folgt die. Die guckt gerade. Weißt du, was die gerade guckt? Hm? Ob das ihre Items sind. Die guckt gerade die Namen an. Weil die bleibt bei jedem so kurz stehen. Ja, und wenn der was aufhält, dann schreibt ihm, ja, wir haben das geklaut, Leute. Wie kann die das überhaupt beeinflussen, wenn die das jede 10 Minuten oder so circa macht? Wie kann die das merken, ob wir das waren oder die anderen? Keine Ahnung. Hä? Manchmal bleibt die auch bei einem stehen und sammelt das ein. Hä? Was macht die denn? Keine Ahnung. Vielleicht sagt die zu uns, macht mal schneller. Hey, wir sind doch schon fast am Ende. Soll ich am Ende noch was mitnehmen? Weiß nicht. Guck mal, wie die guckt. Vielleicht denkt ihr, hier fehlt was. Ich neulich. Aber egal. Was hat sie geschrieben? Danke. So, er macht jetzt auch noch den letzten Rest. Ja. Und dann nehmen wir ETS Nummer 2 auf. Hast du alle? Noch die 3? Ja. Dann. Lol, da waren 2 gleiche. Echt? Mhm. Okay, und somit der alte auf. Oh, er macht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ciao. Deswegen, das hat mal wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Video. Und ciao.